Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute gibt es das erste Opening von Paragon-Kisten aus Shadowlands. Und dementsprechend war ich fleißig, habe ein bisschen Ruf bei den Fraktionen hochgegrindet, einige Daily-Quests bzw. World-Quests abgeschlossen und habe jetzt schon vier Paragon-Kisten im Inventar. Und zwar einmal die Vorräte des Hofs des Ernters, dann die Vorräte der Aufgestiegenen, Vorräte der Wilden Jagd und die Vorräte der Unvergänglichen Armee. Da wir die Tradition nicht brechen wollen, aus BFA haben wir immer fünf Kisten aufgemacht, habe ich noch eine fünfte Kiste vorbereitet. Und zwar haben wir die hier noch bei dem ja, Rüstungsmeister von der Unvergänglichen Armee. Dort habe ich nämlich ein bisschen mehr Ruf insgesamt zusammenbekommen, denn bei seiner Paktfraktion bekommt man tatsächlich ein bisschen extra Ruf und ein bisschen ist gut. Man merkt es recht krass. Also ich habe eigentlich in gleichen Verhältnissen bei den verschiedenen Zonen die World Quest gemacht. Habe jetzt bei allen eine Kiste zusammen und bei der unvergänglichen Armee fast drei. Also 17.000 Ruf haben wir da schon wieder. 10k kriegt man ja immer noch eine Kiste. Dementsprechend merkt man schon relativ krass mit dem kleinen Rufboni. So, was können jetzt in den Kisten so drin sein? Wir haben hier einmal, ich vermute mal, ein Pet. Dann haben wir Pet und Toys. Dann haben wir einen Mount und ein Pet. Und hier haben wir anscheinend alles einmal drin. Ich habe mich jetzt noch nicht so hundertprozentig informiert, was genau im Einzelnen drin sein kann. Rarity zeigt hier schon mal so eine kleine Vorschau an. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen Glück haben, dass wir gleich aus den ersten Kisten einiges rausziehen. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen warten, bis ich sie öffne. Ein Kollege hat mich angeschrieben, er hat das rausgekriegt und das rausgekriegt und das rausgekriegt und gefühlt muss er schon gar nichts mehr machen bei den Paragon-Kisten. Lässt mich natürlich hoffen, dass die Drop-Chancen ein bisschen höher sind, als sie das vielleicht in den vergangenen Add-ons war. Ein oder andere wird wissen, ich habe sowohl in Legion als auch in BFA ordentlich Kisten aufgemacht und es waren viele und es war ja, nervenaufreibend, war dann immer das Öffnen, wenn man wieder wusste, okay, 10.000 Ruf, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 Ruf komplett für die ins Klo runtergespült, weil einfach nichts drin war. Gut. Und drückt mir die Daumen, haben wir genug gequatscht. Ich hoffe, wir haben irgendwas drin. Und zwar fangen wir mal an mit den Vorräten des Hofs des Ernters. Einmal öffnen. Und was haben wir? Wir haben Gold drin, Sündensteinfragmente und Rubine. Also das war eine Nullnummer. Da haben wir schon mal nichts rausgezogen an Collectibles, aber ein Haufen Gold ist zumindest drin. Ah, und man merke, kein Anima. Kein Anima. Das enttäuscht mich ein bisschen. Dann machen wir die zweite Kiste auf von den Aufgestiegenen. Was haben wir denn da? Da haben wir ein Spielzeug und wir haben ein Pet drin. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Dann machen wir die vierte Kiste auf. Okay, da hatten wir einfach nur Gold drin. Die fünfte Kiste, da hatten wir auch einfach nur Gold drin. Und dann können wir uns jetzt noch eine hier holen. Ich hätte auf einen Mount gehofft. Ich glaube, hier kann ja auch nochmal ein Mount drin sein. Genau, ihr seht, wir haben immer schon einen von 20 Versuche. Keine Ahnung, ob es eine Chance von 1 auf 20 ist. Rarity ist immer so ein Indikator, aber natürlich keine genaue Wissenschaft. So, dann würde ich sagen, fünfte Kiste. Auch einfach nur Gold. Okay, wir haben bekommen ein Pet und ein Toy. Schauen wir uns das Pet einmal an. Wo haben wir es denn? Arion Jungtier. Hier? Ah ja. Ach, das sieht ganz nett aus, tatsächlich. Wunderbar. Und das Toy, da werde ich jetzt dann noch einen Toy Guide zu basteln. Da werden wir uns das dort mal ein bisschen genauer anschauen. Naja, ich bin jetzt halbwegs zufrieden, ne? Ich hätte zwar ganz gerne einen Mount gehabt, aber jetzt, ich habe nicht ernsthaft erwartet, dass ich bei dem ersten Opening direkt die Mounts rausziehe. Aber zumindest haben wir ein Toy gekriegt, ein Pet haben wir gekriegt. Bin ich schon halbwegs zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon an den Paragon-Kisten dran seid, beziehungsweise ob ihr denn schon Luck hattet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sind wir mit dem Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.